Seid ihr denn jetzt? Ein bisschen rechts? Boah, ich sehe nichts mehr hier, das ist ja schrecklich. Warte mal, ich muss mal eben kurz ein bisschen rechts, sagst du? Ja. Ich sehe euch! Was? Was? Boys! Yay! Ich kann euch nicht sehen! Yay! Auf einmal alle hier gelandet sind, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da kann der. Geil. Du musst nicht hoch, du musst hier schon eine Treppe bauen, damit sie hoch kann. So. Ja, ich weiß. Dann geh weiter, los. Sehr gerne, aber ich weiß nicht wohin, ich sehe mir nichts. Ah. Ihr müsst eine Treppe bauen, damit was hinterher kann. Ja, ich hab doch keine Spitzhacke dabei. Hast du dein Zeug jetzt eigentlich wieder, Weiß? Ja, hat sie nicht. Alles weg, Weiß. Kommst du hier raus schon, alles oder? Alles weg. Ja, ja, also ich hab noch einen zweiten pinken Sack gemacht, aber mein Jetpack, der ganze Glowstone, die ganzen Erze, weg. Hm. Miese. Vorsicht, da kommt die Harter! Wow! Alter! Fuck! Das sind nur vier, oder? Ah, und die Black. Springen auch alle runter. Achso, das Höllentor ist unter uns. Ja, komm, hier lang. Mit. Oh, geleitet aus der Hölle. Pass auf, Leo. Pass auf, komm, ich bin bereit! Mit meinem Bronzeschwert! Yay! Yeah. So, die Armada haben wir umgebracht. So. Wo ist denn das Tor? Irgendwo hier um die Ecke ist das, ne? Hier lang. Ja, die Jungs müssen noch hinterher kommen. Ja, wir finden das schon. Die Jungs schaffen das schon. Ich hab mir da einen Marker gesetzt. Ich will hier raus! Nach dir, ich sichere ab! Die Hölle. Ja. Hölle, Hölle, Hölle! Ja. Wolfgang Petri sagt es schon. Rio, bist du auch draußen? Oh, noch nicht, nee. Aber Gott sei Dank. Fick dich, Gast. Entschuldigung, das hab ich gesagt. Kauf dir etwas Frisches zu trinken, Gast. Los, Rio! Nee! Boah, Alter, voll unter Bombardierung hier. Überall explodiert's. Ich fühle mich wie in Vietnam. Das ist Vietnam. This is Vietnam. Was? Oh mein Gott. So. Fee! Hanna! Es gibt keinen Gott im Krieg. Ah, da! Ich bin da! Hunger! Hier! Hier! Ups. Au! Ja, Hungerschlag! Ich ess dich schon auf! Gib's mir richtig ganz egal wo, boah! Gib's mir richtig ganz egal wo! Okay, Boys lebt. Sehr gimme, gut. Gimme, gimme, can't you see? Ohne nein, ein Gold Nugget. Ich habe Gold Nugget. Ich hab Hunger und das wie ein Vieh. Yeah. Gimme, 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 can't you see? Ja, heute mit Rettungsaktion in Nether. Mensch, wie spannend die Minecraft-WG. Der spannend Rettungsnäter. Wie spannend wie nie, genau. Ah, ja, so, und hier ist auch herrlich. Ein kleines Säckchen. Du hast einen Sack? Ja, darauf passe ich auf. Den Sack hat die Voice für mich gemacht. Ja. Ich hab zum Glück alle Items wieder, wo ich da auch gestorben bin. Ja, das Problem. Ich hab meinen Todesort gefunden. Aber da lag nur mein Level. Mein eines Level, was ich hatte. Vielleicht war das auch gar nicht von dir. Vielleicht war das ein Schwein, was gestorben ist, weil ein Gast drauf gekommen hat. Nee, weil genau da auch der Gast wieder war. Und dieselbe Formation an. Aber da lag nichts. War es zu lange? Das liegt ja nur 5 Minuten oder so. Scheiße. Oh, ich hab Goldnuggets. Ja, hast du. Hab gesehen, wie du meine Goldnuggets aufgehoben hast. Na, scheiße. Ich hätte das Glowstone und das Erz zwischenlagern sollen in dem Sack. Naja. Aber mein Destruction Catalyst hatte ich ja da schon mal reingelegt. Das ist das Gute. Ich hab einfach alles hier oben gelassen und bin dann auf die Rettungsaktion. Nee, das Gute ist, wenn dein Sack kaputt geht. Ja, rede weiter. Dann kannst du dir den nachcraften, je nachdem, welche Farbe du hattest. Also du musst genau dieselbe Farbe nachcraften. Und alle Sachen, die bei der Zerstörung da drin waren, sind auch dann auch wieder drin. Das, ja, das ist das Gute. Aber jetzt muss ich mir erstmal ein Jetpack nachcraften. Ja. Heißt auch, man kann auch nicht mehrere in einer Farbe, in der gleichen Farbe haben. Bitte? Ups. Man kann also auch nicht mehrere Säcke in der gleichen Farbe haben. Nein, wenn man noch einen Sack braucht, dann muss es generell eine andere Farbe sein. Ja.
Aber so viele Säcke braucht man ja gar nicht. Ja, diese Dinger sind ja schon riesig, ey. Alter Schwede. Aber da reinpasst, ey. Ich würde sagen, das ist eine doppelte Doppelkiste. Das hast du aber doppeldeutig doppelt ausgedrückt. Das ist mir zu doppelt. Was? What? What the fuck? Seriously? Ich glaube, ich ziehe mir nachher noch zum Schlafen gehen die in der Folge der vierten Staffel von Big Bang Theory rein. Ja, mein Schatz. Letztens habe ich mir Herr der Ringe angeguckt, weil ich jetzt stolzer Besitzer der Blu-ray Collection bin. Die gab es nämlich für 50 Euro statt für 60 Euro bei Saturn, weil man der Hobbit geguckt hat im Kino. Mhm. Da muss man nur seine Kinokarte hinbringen. Das war günstig. Na, ich habe ja schon die Extended Version, da würde ich mir jetzt nicht mal noch Blu-ray kaufen. Ja, ich habe jetzt die ist Extended. Ist auch nicht unterschiedlich von der normalen DVD-Version, außer dass das Bild halt schärfer ist. Richtig. Das ist mir so. Das ist halt die Extended Version für Blu-ray. Aber sehr cool, aber ich hatte sie halt noch nicht. Ja, gut, Da lohnt sich das natürlich auf jeden Fall, ne? Hm. Das war schon cool. So. Ich muss eine Bedbox machen. Badadam, 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 bam. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne für Serien guckt. Genau. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, das gleiche. Nee, bei den Büchern hatten wir es damals gar nicht gemacht. Aber nee, das machen wir dann demnächst irgendwann mal. Jetzt geht es erstmal um Serien. So, ich habe übrigens neue Bücher. Oh ja, yeah, ja, sehr gut. Ich auch. Aber schreibt erstmal, was für Serien ihr momentan gerne guckt. Ja. Vielleicht zum Beispiel Game of Thrones. Guckt ihr lieber Original Voice, also auf Englisch. Oder, oder auf Synchron, also auf Deutsch. Oder beides. Ich bin eher so ein Typ, der beides sich reinzieht. Also ich gucke Deutsch und auf Englisch. Ich kann sagen, was ich im Moment gucke. Ich gucke im Moment Supernatural, die siebte Staffel, und True Blood, die vierte Staffel. True Blood. True Blood. Kann ich noch nicht. Ist nicht True Blood? Ich freue mich tierisch auf die zweite Staffel von Game of Thrones. Tierisch. Ja, da warte ich noch, bis er auf Deutsch auch raus ist. Die kommt im April raus, also ich werde sie mir auch auf Englisch angucken, aber ich habe ja aktuell keine Quelle sonst, wo ich sie gucken könnte. Sie läuft zwar momentan auf TNT-Serie, ich habe aber noch keine TNT-Serie, aber ich hätte es mir jetzt geholt, extra für Game of Thrones, und TNT-Serie sowieso cool ist, bei Kabel Deutschland gibt's das, aber da läuft Game of Thrones momentan immer mittwochs um 20.15 Uhr und wie vielleicht viele geneigte Zuschauer wissen, ist ja mittwochs immer die Minecraft-Aufnahme, weswegen ich dann natürlich das nicht gucken könnte. Deswegen freue ich mich tierisch auch auf meine Box. Keine Ahnung, warum wir das. Was ist los? Weil wir alle in der Hölle waren, ist unser Wasser hier. Unser Wasserkraftwerk hat kein Wasser mehr. Oh, wunderbar. Oh. Brauchst du das zum Wassereimer zufällig? Moment. Ich habe. Nein, mein Eimer ist kaputt gegangen, aber ich habe gesehen, dass es hier einen Wassereimer gab. Ich habe sogar zwei Rather. Ist das nicht super? Ja. Ist das nicht super? Das Problem ist, dass wir die Pumpen wahrscheinlich ausmachen müssen. Und wenn wir die ausmachen, müssen wir ziemlich gleichzeitig das Wasser da reintun. Pass auf. Alles boom, boom, boom. Kannst du das Wasser hier in die Ecke setzen? Moment, in welche Ecke? Da unten. Kommst du da dran? Boom, 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 boom. I forget my keys in my room. Ich glaube ja. Okay, dann mach das auf. Mach das jetzt. Mach. Hast du? Ja. Okay. Ich hab noch einen Eimer. Ja, schade. Bin zu langsam. Shit. Also wir müssen die Maschine ausmachen, wenn mir das geht. Ah, scheiße, dann wird es schon gleich wieder langsamer. Ah, kacke. Hol mal zwei Eimer Wasser. Hast du nur einen Eimer Wasser oder zwei? Hol mal einen noch. Ich habe jetzt insgesamt im Inventar zwei. Ich hole jetzt mach einen voll. Genau. Ich hab auch noch einen, na, verdammt, ist egal. Tick. So. I'll be back. Also, wir müssen echt die Maschine anhalten, so eine Scheiße. Naja, hilft nichts. Hallo, Hauptsache wir sind alle gesund.
Oh, wer hat denn die Decke so niedrig gemacht? Der Rio, der hat oben was reingezogen, jetzt geht ja nichts mehr. Alter. Jetzt bin ich auf einmal schuld. Ja, bist du auch. Ich hab nirgendwo was reingezogen. Doch. Du hast verschönert. So, lass die Maschine jetzt. Die muss erst zu Ende laufen. Die läuft, glaube ich, noch. Die hat, glaube ich, noch Strom. Wo sieht man das, wenn die keinen Strom mehr hat? Achso, an den Farben von den Pumpen. Guck mal, mach mal jetzt in die Ecke rein. Kannst du in die Ecke reinmachen? Ja. Ich glaube, ich muss mein Jetpack dafür ausziehen. Nein, es war zu früh. Es ist schon wieder verschwunden. Shit. Ich hole Wasser, ja? Ja, mach mal. Die Pumpe arbeitet einfach zu schnell raus. Die Pumpe arbeitet so gut. Ja. Wir haben einfach zu gut gebaut. So würde ich es jetzt nicht sagen, aber. Das ist einfach eine Powerpumpe. So. Das ist auch kein von euch aufgefallen. Mann, fuck. Und nichts mehr sehen. Warte mal, bevor du das Wasser da reinsetzt, machen wir erstmal hier eine unendliche Wasserquelle hin. Yes, I do. Dann müssen wir da nicht mehr so weit laufen. Ne? Ja. So, jetzt versuchen wir das mal aufzufüllen. Da haben wir was zu tun. Es wird übrigens dunkel. Soll ich mir mal eben angemerkt haben. Ja, wir müssen erstmal irgendwie unseren Strom wieder in Gang kriegen, dann ist alles gut. Da hinten die Ecke fehlt noch. Dann ist alles in Ordnung. Gibt's den eigentlich noch? Weiß ich nicht. Ich interessiere mich nicht. Ist weg, so ist weg, für. Scheiße. Ja, ist wieder weg. Ah, wie viel Strom hat der denn noch gespeichert? Ah, jetzt! Ah, guck, ob's so bleibt. Ups. Ich hör's gut. Ja, das ist der Rotary Macerator, der hier rumspinnt. Er hier die Dinge in unsere Pumpe rödelt. Alles ist gut. Hast du eine Redstone-Fackel? Ja. Müsstest du eigentlich. Ja, hier. Wohin? Ja, in den Netherrack? Ja, von innen, dass die beiden Maschinen damit angetrieben werden. Nee, Moment. Oh, ach so, hier. Okay. Ja, ja. Rio und. Jawohl. Wunderbar. Wir müssen immer mehr Strom hier. Das ist ja nur dieses eine Wasserkraftwerk, was wir haben, ist echt ein bisschen wenig. So, läuft wieder. Yay! Freude!